schick, Leute. Und wieder 65.000 Fans dazu. Freut sich doch jedes Herz. Fahrzeug-Challenge. Wollen wir wieder eine nehmen? Ach komm, wir nehmen einfach wieder eine. Jetzt holen wir uns den BMW. Gefahrene Distanz 463 Kilometer haben wir schon. Tja, noch wenig zu meinem Kilometerstand bei meinem Privatfahrzeug. Breite Strecke, kaum eine Gerade. BMW M3. Eieiei, da springen die Funken. Doch dran. Durchziehkraft. Hier mit Drift, Mann, Alter. Hab ich irgendwie das Gefühl. Tatsächlich mit mehr PS kannst du hier auch mega einen Slide durchführen. Schönes Rumrutschen. Na, fast gerade. Kleine Kurven hier, du gehst hier nicht auf die Bremse. So ist es, der Lille wird vom Gas. Was ist denn das hier? Na super, wird sich das einfahren lassen. Hier die Kurve schon einfahren, hier eine gerade Kurve. Und da sind wir schon durchs Ziel in 1.11. Ah, es ist nicht schlechtes Fahrzeug. Das hat auf jeden Fall gutes Handling, muss man sagen. Hat sich schön fahren lassen, schön präzise. Wir müssen etwas tun, um die gleich mal nachgucken, was wir für Ziele haben, wie das Ganze denn hier war. Stehen einige Promo-Events an, die dabei helfen sollten. Felgenreifen. Passieren ein Event, Checkpoint-Event, mindestens 25 Checkpoints. Was haben wir hier noch? Gewinne das Event in Dublin. Das sind ja noch ein paar Events, die wir gewinnen müssen. Und fahren wir erstmal hier ein bisschen weiter. Natürlich mit meinem Nissan. Nur mit meinem Nissan hier würde ich fahren, ne? Wir brauchen die Leistung. Wir wollen es durchziehen. Und nichts geht über Nissan. Hongkong hat ein paar heftige Steigungen. Stehen die Leute auf der Fahrbahn hier. Weg hier. Okay, heute müssen die Dragons ihre Komfortzone verlassen. Nutze jeden noch so kleinen Vorteil aus. Da. Ich werde sie quälen. Bleib mir bloß weg mit deiner kleinen Gurke. Kann ich nicht gebrauchen, so kleine Kuchen. Schon wieder am Anfang ein kleiner Rempler. Das muss doch nicht sein. Und schon wieder. Muss ich jetzt mit der Karre noch ein Rennen fahren? Ich dachte, so schöne weiteren diese Speed Races. Ja, ramm mich doch nicht hier. Kostet viel Geld. Willst du mir meine Reparatur bezahlen oder was? Kann doch keiner hier warten, Leute. Dieses unsachgemäße Umgehen mit Autos. Das ist so teuer und die respektieren einfach nicht, was andere haben. Wir sind vielleicht frustlos. Kofferraum offen. Hilfe! So, was so? Nö. Eine Tankstelle. Nochmal kurz tanken. Nee, der Sprit aus. Ich muss nochmal tanken. Ist ja wie Rally Dakar. Im Anhalten mit Pitstop.
Oder noch Formel 1. Reifenwechsel. Oder einmal bitte Bodykit wechseln. Ein bisschen demoliert. Das Rennen ziehen wir doch auch wieder deutlich und ziehen hier eiskalt durch und ziehen unsere Konkurrenz gnadenlos nieder. Wunderschönes Rennen. Wundervoll. So. Noch immer noch keine Ziele. Das kommt alles. Wie gesagt, wir fahren auch gleich mal wieder ein paar Checkpoints rennen. Und werden dann sicherlich da auch unsere Checkpoints einfahren. Also so rund 65.000 Fans pro Rennen gibt es immer dazu. Wir fahren erstmal unser letztes Rennen hier zu Ende. Natürlich immer noch der Nissan im Spiel. Na, mein Drift wird nicht länger. Also gucken wir mal nach, dass wir sicherlich in unseren Driftrennen nochmal ein paar schickere und längere Drifts auf die Reihe bekommen. So. Mal sehen, haben wir ein bisschen was Stärkeres wohl hinter uns. Der bleibt uns noch an den Fersen. Eine Strecke, die wir nicht kennen hier. Und sehr eng und sehr. Push weiter. Dein Vorsprung schmilzt. Du musst jetzt pushen. Naja. Das war nicht unbedingt hübsch wie das Auto. Nicht wirklich. Ei. Wir haben einmal nach vorne geguckt und da sehen wir leider nur noch. Naja. Was von dem Auto heute überbleibt. 111G. Das ist ja zerstört. Am Start da hat man ja fast ehrlich schon von der Beschleunigung her gesehen, dass er unterlegen ist. Ziehst schön davon. Push weiter. Kurven, habe ich eine höhere Kurvengeschwindigkeit, das ist schön. Das werden wir versuchen auch weiter zu nutzen. Uiuiui. Mal sehen, was der jetzt gleich so hier fährt. Er bleibt konstant hinter einem. Das ist ehrlich. Ein stärkerer Konkurrent. Er holt auf. Gib alles. Eieieiei. Ui, das sieht aber schick hier aus. Wie sie die Rampe da hochstehen. Na gut, dann haben wir diesmal nicht auf Zeit gefahren, sondern einfach nur auf Sieg. Die Kowloon Dragons können einem fast leid. Auch wunderschön zu sehen. Oh, da müssen wir mal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder.